Tassen, Tassen, Tassen. Es scheint, als wenn es auf dem Göttinger Campus mehr Kaffeetassen als Studenten gäbe. Die weißen Porzellankrüge sind einfach überall. Und die müssen ja schließlich irgendwo herkommen. Und ich zeige euch, wo die Tassen herkommen. Das ist Achim. Er leitet das Café im Theologikum. Von dort kommt auch unsere Kaffeetasse. Es ist das einzige selbstverwaltete Café auf dem Campus. Und das schon seit etwa 30 Jahren. Die Cafete als solche wurde Mitte der 80er Jahre gegründet, um einfach dafür zu sorgen, dass Studenten, die neben dem Studium Geld brauchen, einen Job haben können, wo sie ein bisschen arbeiten können und sich noch was dazu verdienen. Uns sind genau drei Sachen wichtig. Zum einen natürlich, dass jeder, der hier arbeitet, auch ein bisschen Geld dafür bekommt. Zum zweiten, dass die Leute, die hier was kaufen möchten, das auch zum guten Preis machen können. Und als drittes natürlich, dass wir auch Wert auf Qualität und halt auch auf fairen Handel legen. Neben den fair gehandelten Waren hat die Theo Cafete aber noch mehr zu bieten. Für den kleinen Zuckerschock zwischendurch ist gesorgt und auch Sojamilch steht auf der Karte. So ist für jeden etwas dabei. Und für den Kaffeegenuss gibt es auch noch einen Stempel. Bitteschön. Dankeschön. So werden treue Kunden nach ein paar Besuchen belohnt. Ich komme hierher, weil es eine schöne Atmosphäre hat, ein bisschen anders ist als die üblichen Cafeterien, ein bisschen kleiner ist und auch, weil ich die selbstgebackenen Kekse und Brownies immer ganz gut finde. Das Besondere an der Theo Cafete ist das Café Spezial. Also der Schokoriegel mit dem Kaffee. Ja, guter Kaffee, nette Leute hier, angenehme Atmosphäre. Ich habe hier vor 30 Jahren schon studiert und ich finde es besonders gut, dass das hier selbstverwaltet ist. Also ich komme auch wegen des Fairtrade-Kaffees und auch, weil es fair gehandelte Schokolade gibt und so. Fazit, Atmosphäre super, Kaffee lecker, Gäste zufrieden. Und das alles auch noch unter fairen Bedingungen. So kann es weitergehen. Die nächsten Tassen sind schon unterwegs.